Da sind wir auch schon wieder. Haben ein bisschen Kohle gemacht. Ich weiß nicht, also wenn euch das irgendwie anzackt oder so mit den Off-Screen Geld machen, müsst ihr das sagen. Aber ich finde das ganz praktisch, aus dem ganz einfachen Grund. Es nervt nicht so, ich sag mal so, ja. Ich meine, ja, so eine, ich sag mal so, eine Folge vielleicht, oder es ist ja nicht mal eine Folge, das waren jetzt eine gute Dreiviertelstunde, die das jetzt gedauert hat, um auf diese 12.000 hier zu kommen. Ja, Dreiviertelstunde sind, wie ihr wisst, drei Folgen. Und drei Folgen nichts machen, außer hier immer so hin und her und ein bisschen bla und bla und bla. Und bla und bla und bla kann ich auch noch in anderen Folgen machen. Ich kann euch ein Kotland ans Ohr labern, das ist ja kein Thema. Wie gesagt, wenn euch das nervt und euch stört mit dem, ja, mit dem Offscreen-Geld machen, müsst ihr das sagen, aber es könnte sehr langweilig werden. Nur die ganze Zeit so einen Typen da brabbeln hören. Ob das das Wahre ist, ich weiß ja nicht. Also werden wir jetzt erstmal unser Darlehen zurückzahlen, damit wir wenigstens ein Erfolgserlebnis haben hier in dieser Folge. So, jetzt müssen wir noch eine Achterbahn bauen, die mindestens 93 km/h hat. Da gibt es nämlich jetzt einen ganz einfachen Trick, aber den mache ich jetzt noch nicht. Weil ich möchte nicht schon wieder so eine Mini-Folge raushauen. Nein, ich baue noch irgendwas. Ich habe irgendwie Lust, noch was zu bauen. Hey, Himmelklatsche, Problem. Ich baue hier noch ein bisschen was rum. Das Ding ist ja süß. Das Ding ist ja putzig. Dahin geöffnet und Eintritt beträgt 2,50 €. Auch noch mal was hin. So, Hähnchen 1 ist gerade ausgefallen. Na, eher EC-Virus war. Ja, ich weiß, darüber macht man sich eigentlich nicht lustig, aber diese Epidemien werden teilweise immer erfahrungsgemäß total falsch eingeschätzt. Es wird wieder ein großes Terrain um diesen EHEC-Virus machen, aber das ist ein anderes Thema und das gehört hier auch nicht rein und können da gerne mal drüber diskutieren, aber nicht im Let's Play. Nur so mal so angedeutet, dass ich das schon wieder recht schwachsinnig finde, was da wieder für ein Terrain drum gemacht wird. So, Putzemann, wir brauchen mehr Putzemänner. Sind alle am Fegen wie irre und das sollen sie ja auch. Das ist ja auch alles richtig so, aber unser Park muss hier nicht aussehen wie vollgemüllt und vollgereiert, das passt einfach nicht hier rein. Ja. Und dann darf ich ja nochmal darauf verweisen, und zwar wenn diese Folgen hier, die ihr jetzt gerade seht, ja, wenn ihr die jetzt gerade seht, dann dürfte es Freitag sein. Wenn ihr sie dann guckt, wenn sie gleich hochgeladen worden sind. Das ist ja ein anderes Thema. Wenn ihr sie guckt, auf jeden Fall am Freitag. Also für mich ist es morgen. Für euch ist es dann wahrscheinlich heute. Ja. Fängt wie gesagt das neue Let's Play Bully die Ehrenrunde an. Nur mal darauf hingewiesen, falls ihr nicht in den Channel guckt oder auf den Kanal guckt. Da stand es nämlich oder da steht es. Wird der nebenher hier zum Rollercoaster LP laufen. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da so Lustiges anstellen können.
Aber ich will jetzt keine Werbung machen mehr für das neue LP. Nur mal eben darauf verweisen, dass dann ab Freitag ein neues LP dann auch anfängt. Für euch, natürlich. Nur für euch. Ist alles nur für euch. Meine lieben Zuschauer. Ihr seid mein Ein und Alles. Ohne euch würde ich gar nicht existieren. Wenn ich nicht auch schon so viel positives Feedback bekommen hätte. Was ich finde, dadurch, ich bin ja noch nicht so lange jetzt dabei, mal so angedeutet, naja, so lange bin ich ja noch gar nicht dabei und ich kriege halt auch so, finde ich jetzt da für die kurze Zeit, auf die ich da jetzt mitmache und die ich dabei bin, finde ich schon ein ganz gutes positives Feedback von euch. Und das treibt mich halt an, auch wirklich noch was anderes machen zu machen, was Neues zu machen. Auch euch mal eure Wünsche zu erfüllen, wenn es denn möglich ist. Aber das sollte kein Problem sein. Eigentlich nicht. Also, wenn ihr dann auch mal ein Spiel habt, dann könnt ihr es ja mal gerne reinschreiben. Ich weiß von einem User, der hat mir schon einen Spielvorschlag gemacht, aber den habe ich leider etwas spät gelesen. Jetzt habe ich ja leider Gottes dann halt schon das neue LP angefangen von Bully. Aber ich werde das beherzigen. Und wer weiß, wenn ich die Zeit habe, dann könnte ja vielleicht auch noch so ein drittes Let's Play parallel laufen. Und Rollercoaster Tycoon wird auch demnächst, ja, fertig werden. So viel ist es nämlich leider gar nicht mehr. Müssten wir mal schauen, wie viele Packs das noch werden. Aber es dürften nicht mehr allzu viele sein. Und dann steht euch natürlich nochmal die Möglichkeit zur Verfügung, ob ich dann auch noch die Erweiterungskampagnen spielen soll von Rollercoaster Tycoon. Wenn dann hier welche von euch dabei sind, die dann nur Rollercoaster Tycoon gucken bei mir, oder? Das müssten wir dann schauen. Ist dann davon abhängig, wie viele Projekte gerade laufen, was in Planung ist, was möglich ist, was machbar ist. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich habe auch nur einen Computer. Und ein Computer kann nicht sonderlich schnell arbeiten. So, dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen Onride begeben. Ja, haben so viel gebaut und so wenig Onrides. Bin ich voll dafür, dass wir noch mal ein bisschen rumdüsen. Das ist aber nicht yay, Kollege. Ich weiß nicht. Hat jemand von euch einen Tipp, was man gegen diese brechenden Menschen machen kann? Ich meine, denen ist ja übel. Also müssten sie eigentlich da aufs Klo gehen. Warum reiern die immer direkt auf den Weg? Wenn da jemand von euch auch Rollercoaster Tycoon spielt und mal einen Hinweis da hat, vielleicht dann für folgende Rollercoaster-Projekte. Hätte das auf jeden Fall was. Ja, die schreien ja wieder alle wie am Spieß. Das war's. Bitte alle mal aussteigen. Der Spaß ist zu Ende. Nein, ich mache mich jetzt wohl jetzt gerade ich so langsam in Eile. Hetz, 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 hetz. So, bauen. Wo ist das Ding? Genau. Und zwar machen wir ein bisschen Hecke, Hecke. So kann ich das. Achso, weil ich im Baumodus bin wahrscheinlich. Pam. So. Leute, einmal hier reingehen, bitte. Gehen wir hier rein. Da ist es gut. Und jetzt werde ich mich ja auch nochmal knallhart reinsetzen. Und dann wollen wir schauen, ob das dann auch schon reicht. Na, es sieht aus, als ob die Kette hier rückwärts läuft und irgendwie nicht nach oben. Äh,
Also, wo sind denn hier die Sicherheitsbügel? Ach, da sind die Sicherheitsbügel. Ah ja. Gut, ich würde mich jetzt super sicher fühlen in so einer schnellen Achterbahn. Oh, gut. Wollen wir mal unsere Schnauze aus dem Fenster lehnen und mal den Fahrtwind genießen. Ach Mädels, das ist doch noch nichts. Das wahre Unheil kommt auch erst. Oh ja, das wahre Unheil kommt nämlich jetzt erst. Und hat es gereicht? Jawohl, fast gereicht. Also Leute, wir haben ein neues Bahndesign freigeschaltet. Also, wie gesagt, ab morgen, beziehungsweise für euch heute, neues Let's Play. Rollercoaster Tycoon wird natürlich noch weitergemacht, klar. Ja. Wie immer möchte ich mich mit einem Gesamtbild des nachtschwarzen Parks verabschieden. Mal sehen uns in der nächsten Parke. Bis dahin, macht's gut.